Hallo, herzlich willkommen. Ich habe mich ja schon lange nicht mehr gemeldet und freut mich, euch wiederzusehen und heute einfach mal wieder ein paar kleine Punkte. Ich habe mir über ein Thema Gedanken gemacht und das ist kein kleines Thema, aber es ist ein Thema, das komplizierter ist, als die Leute zugeben wollen. Nämlich, sind andere Religionen auch ein Weg oder führt nur ein Weg zu Gott oder eben nicht, gibt es mehrere Wege zu Gott. Und die Frage ist gar nicht mal so einfach, wie man immer tut. Auf der einen Seite hat man natürlich durchaus Stellen, wo es heißt, ich bin dein einziger Gott, du sollst keine Götter neben mir haben und so weiter. Allerdings ist dann natürlich schon die Frage, man könnte jetzt sagen, ist jetzt vielleicht nicht Allah einfach nur ein anderer Name für denselben Gott oder so. Es ist kompliziert. Außerdem muss man natürlich eine Sache bedenken, nämlich es gibt ja durchaus auch solche Verse wie wer sucht, der wird finden. Und es wäre ja etwas naiv anzunehmen, dass nur Leute im Christentum gesucht haben. So außerhalb hat niemand gesucht. Und übrigens alle Leute im Christentum haben gesucht, weil sie ja gefunden haben. So. Da kommt man dann auch wieder auf Probleme. Also das Ganze ist nicht so einfach, wie Leute immer gerne tun. Und wenn jemand sagt, nein, du musst hier in diesen Glaubenssatz glauben und dann bist du gerettet und wenn du an irgendwas davon nicht glaubst, dann nicht. Dann nehmen sie ehrlich gesagt die Bibel und das Christentum nicht wirklich ernst. Nämlich, so simpel kann es ja nicht sein. Wir reden ja auch von einem gerechten Gott und das ist irgendwie nicht gerecht. So, die ganze Welt als ein Versteckspiel zu sehen, in dem man darum kämpfen muss, ja, alle Puzzleteile richtig gelegt zu haben. So, das Leben ist ja kein Rätsel, das du die ganze Zeit lösen musst, sondern ein Weg der Selbstverbesserung und der Vergöttlichung, könnte man sagen. Ich möchte jetzt hier aus Matthäus eine Stelle vorlesen und darüber ein bisschen reden, damit wir ein bisschen der Frage auf den Grund gehen können, was braucht es eigentlich? Also, was ist notwendig, damit wir Jesus finden können und uns vor dem Richtigen verneigen? Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Ich überspringe jetzt mal einen kleinen Teil, weil da geht es um Herodes und das ist nicht relevant zu dem, was ich sagen möchte. Und ich fange an bei Matthäus 2, Vers 7. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Naja, diese Stelle ist aus diesem Blickwinkel her sehr interessant. Gut, wir sagen die Weisen oder die Sterndeuter. Das Wort Magus aus dem Griechischen heißt aber auch Magier, Zauberer und so. Eigentlich sind das auch die üblicheren Übersetzungen. Ich frage mich, warum man die hier nicht so gerne wählt. Nun, womit haben wir es zu tun? Das sind Leute, die ganz definitiv keine Juden waren. Also nicht der rechten Religion angehört haben, zu der Jesus sich ja bis zum Ende seines Lebens auch bekannt hat. Nein, es waren Astrologen, Zauberer, Heiden. Ganz eindeutig Heiden. Wahrscheinlich aus einer polytheistischen Kultur. Aber ihnen wurde der Stern offenbar. Sie sind der Logik ihrer Tradition gefolgt und haben Jesus gefunden. Was sagt uns das aus? Damit ein Weg, der richtige ist und zu Jesus führt, damit du am Schluss zu Jesus kommst und dich vor ihm niederwirfst und ihm huldigen kannst, musst du einige Dinge beachten. Nämlich ein Weltbild, eine Ideologie wird dich niemals retten. Durch das zufällige Richtigliegen im Weltbild wirst du dein Seelenheil
nicht erlangen und durch das zufällige Recht haben wirst du auch kein besserer Mensch und kein transformierter Mensch. Das Erste und das Wichtigste ist, erstmal verstehe die Tradition, zu der du gehörst. Erforsche sie bis in die Tiefen. Das haben nämlich diese Weisen, diese Zauberer, diese Sterndeuter gemacht. Sie kannten ihr System in- und auswendig. Es waren Astrologen. Sie kannten die Astrologie perfekt. Sie wussten sehr viel darüber und sind deren Logik gefolgt. Das ist sehr bedeutsam. Nämlich, und das spricht auch eine Überzeugung an, die ich ganz tief habe, würde ein Hindu zum Beispiel seiner Form, was weiß ich, der Vishishtadvaita Vedanta oder so, perfekt nachfolgen. Sie bis ins letzte Detail verstanden und ergriffen haben, würde ihn das zu Jesus führen. Vielleicht nicht zu diesem kulturellen Jesus, vielleicht nicht zu etwas, das er Jesus nennt, aber das, was er anspricht, das, wovor er sich verneigt, ist der ewige Logos. Und darum geht es hier auch. Heute haben wir so diesen Trend, dass man generell sich sehr viele verschiedene Religionen zusammennimmt und hier was rauspflückt und hier was rauspflückt und so weiter. Und da möchte ich erstmal gar nicht sowas dagegen sagen. Natürlich kannst du aus allen Religionen Weisheiten gewinnen. Alle Religionen haben Weisheiten. Natürlich. Es sind Traditionen, in denen kluge Köpfe waren, die mit vollem Herzen allem nachgefolgt sind und wirklich ernsthaft nach der Wahrheit gesucht haben. Natürlich wirst du überall Wahrheit und Weisheit finden. Und sie drehen sich auch alle um dasselbe Mysterium. Das Mysterium des Seins, das Mysterium Gottes, warum wir überhaupt hier sind. Natürlich werden sie in vielen Hinsichten zu gleichen Ergebnissen kommen. Echte Suchende kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Nicht unbedingt intellektuell. Aber das, was sie erspüren und erfühlen, was in dem Raum stattfindet, der über dem ist, was sich in deinem Kopf abspielt, dort werden sie etwas Ähnliches schildern. So, eben, der erste Schritt ist, vertiefe dich in deine Tradition und denke sie weiter. So, Tradition heißt nicht stehen bleiben. So, wir gucken jetzt einfach mal, was alle vor uns gesagt haben und das übernehmen wir einfach so. Nein, du musst ja weiterdenken. Wenn es nichts Neues über Gott zu wissen gäbe, würde die Zeit nicht weitergehen. Aber jede Zeit offenbart etwas Neues über Gott, was wir davon nicht gewusst haben. Eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise, wie wir Gott bisher gedacht haben. Nun, kommen wir jetzt aber zum zweiten Punkt. Nämlich eben diese Tradition tief verstanden zu haben, gibt dir erstmal nur die Werkzeuge. Was haben sie sonst noch gemacht? Hier, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als Astrologen waren sie mit einem Phänomen konfrontiert, das sie noch nicht kannten. Ein besonderer Stern, der ihnen den Weg gewiesen hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben diese Betrachtung genommen und sind diesen Weg gegangen. Das ist der zweite wichtige Punkt. Schau, was die Realität dir sagt. Die größte, unmittelbarste, offensichtlichste Offenbarung ist immer vor deinen Augen. Die größte Offenbarung Gottes ist alles um dich herum. So ein kleines Gänseblümchen oder ein Löwenzahn, ein Kieselstein, der schön geformt ist. Er muss nicht mal schön geformt sein. Darin offenbart sich dir schon Gott. Darin ist er doch präsent. Wie es in der Kolosserhymne heißt, alles ist in ihm erschaffen. Alles ist in ihm, in Christus. Diese Sterndeuter haben sich nicht nur vergraben in ihren Büchern, in ihrer Tradition, in ihrem Intellekt. Das haben sie gemacht, aber sie haben das Wissen nach draußen gebracht und sie haben es angewendet. Und das ist zentral. Das ist der Grund, weswegen sie sich auf den Weg gemacht haben. Sie haben sich auf den Weg gemacht, weil sie Wahrheit gesucht haben. Hier finden wir das zweite Element. Zuerst einmal, lerne die Weisheiten kennen, die es schon gibt. Zweiter Punkt, denke die Weisheiten weiter. Daran erkennt man, ob jemand auf dem richtigen Weg ist. Nicht, ob er zufälligerweise die richtige Konfession eingeschlagen hat. Das ist doch albern. Gott ist zu groß für das Christentum. Gott ist zu groß für irgendeine Religion. Gott ist der Schöpfer des Kosmos. Denkt ihr wirklich, dass er sich jetzt an Fragen wie der Transsubstantiation oder so aufhängt? Nein, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht das Bedeutende schlechthin.
Wichtig ist stattdessen Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit. Und jetzt kommen wir auch zu dem Schlusspunkt. Die Magier kommen zum Kind und sie fallen voll nieder. Sie huldigen ihm. Diese Sterndeuter, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was er ist genau. So, sie kennen den jüdischen Kontext wahrscheinlich nicht so sehr. Den ganzen Hintergrund, all die Prophezeiungen und so weiter, das kennen sie gar nicht. Aber sie erkennen nun mal Gott, wenn sie ihn sehen. Sie erkennen die Wahrheit, wenn sie sie sehen. Das zeichnet den Weisen aus. Nicht unbedingt, dass er es gibt nicht die richtige Formulierung. Nicht unbedingt, dass er zu einer gewissen Konfession gehört. Nein, den Weisen zeichnet es aus, dass er Gott erkennt, wenn er ihn sieht. Und das ist ohnehin eine Thematik, die Matthäus konsequent durchzieht. Und gut, das war jetzt gar nicht geplant, aber ich gehe einfach mal ein bisschen weiter nach hinten und lese einen der bekanntesten Gerichtsverse vor, oder nicht ein Vers, eine sehr lange Stelle, und gehe darauf nochmal ein. Matthäus 25, 31. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König den zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König zu ihnen sagen, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Derselbe Teil wiederholt sich dann für die auf der Linken natürlich, wo es dann heißt, ihr habt das nicht an mir getan. So, Matthäus vertritt sehr stark ein ethisches Evangelium. Was du tust, ist relevant. Deine Herzenshaltung ist relevant. Was du gemacht hast. So, hier bei diesem Gericht wird nicht unterschieden, ach, hier kommen die Christen hin, die rechtgläubig immer jeden Vers gehalten haben oder so. Und hier kommen die hin, die die Trinität falsch verstanden haben oder gar nicht Christen waren oder so. Das ist komplett egal, davon redet Matthäus überhaupt nicht. Warum? Weil nicht Religion, nicht Glaubensinhalt dich ans Ziel führt, sondern deine Herzenshaltung. Gott findest du durch deine Herzenshaltung, durch sonst nichts. Glaube nicht, dass ein Glaubensinhalt, eine konkrete Überzeugung dein Retter sein wird. Wird es nicht. Gelebte Nächstenliebe ist es, gelebte Nächstenliebe einerseits und Ehrlichkeit im Suchen, die Wahrheit wirklich wissen wollen. Das hat auch die Sterndeuter ausgezeichnet. Die Sterndeuter haben die Natur, könnte man sagen, erforscht. Die Offenbarung Gottes in der Natur anhand der Sterne. Und sind so zum Christus gekommen. Sie haben den Christus erkannt und sich vor ihm verneigt. Da steht nicht, dass sie zum Christentum konvertiert sind. Auch nicht zum Judentum. Das steht da überhaupt nicht. Nö, sie sind einfach wieder gegangen. Lasst euch nicht einreden, dass Religion an und für sich oder ein spezifischer Glaube der Heilsweg wäre. Lasst euch nicht einreden, dass Glaube an Jesus Christus ist, Glaube an eine bestimmte Person, an einen jüdischen Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert. Das ist nicht Glaube an Jesus Christus. Glaube an den Christus ist Wahrheitssuche, Nächstenliebe. Das ist Glaube an Christus. Insofern die Frage, führen auch andere Religionen zum Heil? Muss man sagen, nein. Aber das Christentum führt auch nicht zum Heil.
Was zum Heil führt, sind deine Taten, deine Gedanken und deine ernsthafte Ausrichtung auf die Wahrheit. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Abend. Das waren meine kurzen, spontanen Gedanken und ja, ob ihr es teilt oder nicht, lasst es mich wissen. Bis dann. Ciao.